Es ist das schon wieder Cup-Zeit und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zum Viertelfinale im Kärntner Fußballcup, zum Stadtderby zwischen ASK Klagenfurt und SK Austria Klagenfurt. Wie gesagt, beide Mannschaften treffen im Viertelfinale aufeinander. Für beide Mannschaften geht es um viel, um den Einzug ins Halbfinale des Kärntner Fußballcups. Wir wünschen Ihnen mit der ersten Halbzeit viel Vergnügen. Ich bin ja geboren am ASK. Begrüße. Herbert Biermann und Hansi Kieslinger, was erwartet ihr euch vom heutigen Spiel? Ja, dass es ein richtiger Derby wird, dass es kampfbetont ist und dass wir wirklich gewinnen wollen. Ich bin der selben Meinung wie er, dass ein gutes Spiel wird, ein kampfbetontes Spiel und der, als ASKler wünsche ich mir einen ASK-Sieg, ganz selbstverständlich. Ihr seid ja eingefleischte Urgesteine des ASK. Was bedeutet euch der Verein? Ja, der Verein ist mein Leben. Ich bin geboren am ASK-Platz und habe nie bei einem anderen Verein gespielt und war nie ein Fan von einem anderen Verein in Klagenfurt. Wenn man 70 Jahre bei einem Verein ist, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Und immer den gleichen Verein. Ich bin nur der Gegner. Erst, ich bin ja der Gegner. Ich bin nur neutral. Cup-Viertelfinale ASK Klagenfurt gegen Austria Klagenfurt. Wie geht es für die Runde? Thank you.
So wie du sagst, mit den 200 geht es mal schieben. Ich denke, abends eine Stunde und später. Ja, stark, ja. Warte! Lukas! Erster Stamm! Ja!
Ja,
Nej, det var ikke Thank you.
Nein, der Stampe kann ich mal warten. Ja, 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 das ist leider. Ja. Da wollen wir zu dritt, nicht? Ja. Den Kalle, ja, der Stampe und die. Nicht? Ja, ab und zu kommt wohl die. Die haben schon so mit uns mitgespielt, aber wenn es denen kommt, zu zweit kannst du das sehen. Ja, ja, aber sehr gut. Ja, ja, ich bin schon oben. Meine Frau ist ja sowieso oben. Ja. Die Weiber, was ja, ja. Neuer Spielstand 0:1. Den Treffer für die Austria Klagenfurt erzielte mit der Nummer 5 Raphael Nagler. Denn die Wühe drei Deutsche. Achso, ein Junge. Ja, ja. Mach bitte Ruhe, mal kurz, muss ich erzählen. Was denn da? Muss ich erzählen. 14? Das sieht ja doch nichts. Alpha, bist du nicht mal so nice, du? Ha? Wolle für mich. Thank you.
Guck mal, bitte, wenn du es sehen, aber ich nur mal fünf. Hä? Kolka? Kolka? 80 Meter? Ich habe 80 Meter. Maria,
Spiel aufgeht, hast du kurz die Zeit nicht mehr gegeben, oder doch? Der Gärtl hat gerade angerufen. Ich hab's noch nicht fertig. Ich hab keine Vorteile. Wer kommt jetzt rüber? Na, er kommt, er überlegt noch. Geht jetzt gerade noch wieder angerufen? Der Winkler! Der drüber! Das ist noch da. Herbstmiss Blödkraft. Ja, die Korte, ja. Sonnenblende brauchst du eigentlich noch viel. Ah, alles noch versorgen. Alles nur schön kann man. Ui. Ich schwärme mit dem Zettel. Ja, Gott lebt.
Der Gärtl überlegt sich noch, er muss mit Zerner reden. Das ist für eine Arbeit fertig und für eine Stunde. Ich
Du musst aber schon auf den Chancen oder was? Ist da unten am Eiskaplatz oder was? Ja, sicher, du, ja. Moment, Moment. Ja, du, aber musst du nicht zunehmen. Ja, du, du weg! Da bin ich nicht beleidigt. Guck nach vorne. Österreich, Irland, ja. Du schaust denn, das ist Österreich, Irland, in Irland. Haha, Schatz. Aber Siri, wir müssen gehen. Ich bin gerade gefragt, wo wir schaust Österreich, Irland, hätte ich gesagt, in Irland, ja. X. Ah, nicht du lässt sie!
Jawohl, weiter, weiter! Bitte 5 Minuten noch. Danke, rein. Das ist die Halbzeit. Ich muss ja mal im Fallen im Deck vom Banker schon. Ja, genau. Ja. Jawohl, Scheiße, ja.
Hier in Stellung. Da ist wieder morgen, was haben wir? Immer wieder her. Ja, bitte schön. Immer. Ja, da kommt immer. Auch wir können Austrag sagen, was sagen. ASK schießt um zwei Tore. Den. So vom Nina. Ja. Boah, das kann ich jetzt machen. Ja. Hochschlagen. Ja. Aufstellung brauchen wir. Da werden wir Döllen. Nicht gar. Ja. Sammeln lesen. Super cool. Sorry. Immer Männer hat jetzt das Fenster rein, ne? Halbzeitpause im Kärntner Cup Viertelfinale zwischen ASK Klagenfurt und SK Austria Klagenfurt. Es steht 1:0 für Austria Klagenfurt. Das Dorf Austria Klagenfurt erzielte in der 12. Minute Raphael Nagler. Wir wünschen Ihnen mit der zweiten Halbzeit viel Vergnügen. Thank you.
Wie ist für dich das Zuschauerinteresse? Was erwartest du noch vom Spiel? Ja, ich hoffe, dass wir gut gehen, dass wir mal unentschieden spielen. Dass wenigstens 1-1 oder. Aber von den Zuschauern her ist eigentlich relativ ruhig. Ich habe eigentlich mehr erwartet von den Zuschauern. Mehr Jubel, mehr Rings, da sind sie ein bisschen lax. Was wird in der zweiten Halbzeit passieren? Ja, ich hoffe, der Ausgleich für 1-1 oder wenigstens einmal ein bisschen mehr Spannung. Hier regiert die Austria! Welko! Zu Beginn! Ja, Frisch mit dem Feuer hier. So, schau. Gut, ja, weiter. Na! Andrew.
Ja, 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 ja
Spielerwechsel bei der Austria Klagenfurt. Aus dem Spiel die Nummer 29, Patrick Kramer. Ins Spiel mit der Nummer 20, Arvin Hirschani. Ebenfalls Spielerwechsel beim ASK Klagenfurt. Aus dem Spiel die Nummer 6, Matthias Schmutabcic. Ins Spiel mit der Nummer 4, Sascha Kremer. Rechts, rechts! Ja, 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 Führlein! Gut! Weiter, weiter, weiter! Ja, bravo!
Zeit gehabt her. Ja. Geh mal Gas. Los, yes.
So, dass er gleich flankt. Nummer 4. Fabian Mengin ins Spiel mit der Nummer 8 Bernhard Fucik. Ebenfalls Spielerwechsel beim ASK Klagenfurt. Aus dem Spiel mit der Nummer 8 Sali Alic. Ins Spiel neu die Nummer 10 Boris Domic. Fast 412 Minuten. Und da haben sie selbst verschissen.
auf der anderen Karte nehmen lassen. Du hast 52 Minuten. Auf der anderen Karte. Wie lange geht noch? Wie lange jetzt noch geht? Warte mal. Weiter! 20 Minuten. Gute 20, gute 20. Ja. Ich kann noch in Verlängerung gehen. Ja, ja. Du musst noch gleich 1 zu 1 nachholen. Du kannst schneller spielen, Herr. Um 18 Uhr ist Österreich hier noch. Nein! 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 Ruhig bleiben. Gut, ich habe noch Emotionen. Ich bin froh. Lieferer! Noch nicht gibt, oder? Ja, ja, ist ja wichtig. Aber dabei kann ich nicht mehr. Kann der Lude schon sagen. Jetzt wird sich der Lude schon 75er Lügen. Trainiert der jetzt auch noch? Ja, der hat St. Jakob. Einmal auf Doppel! Thank you.
Klagenfurt aus dem Spiel die Nummer 5, Theo Hiebler. Ich spiele mit der Nummer 24, Amil Kendavid. Unsere Nummer 7, Patrick Schweizer!
Ich spiele schneller. Wie groß sind die Breiten? Verlängerung spielen, Verlängerung. Also mal, wenn wir die zweite Karte brauchen. Ich sieg schon voraus. Die zweite Karte? Ja, schau mal, ich muss es sehen. Liegt da noch. Ja, wenn wir die zweite Karte brauchen, so ist es jetzt nicht fest. Trinkpause wegen großer Hitze, oder was? So groß ist die Hitze aber nicht. Also sind wir nicht beim Damenfußball, wo die Trinkpause ist. Spielerwechsel bei Austria Klagenfurt. Aus dem Spiel mit der Nummer 9 Lukas Schmid. Ins Spiel mit der Nummer 12 Kronoslav Soldo. Oh, was
wird nichts. Tag, Tag. Bin noch früh im Spiel. Neuer Spielstand 2:3. Den dritten Treffer für die Austria erzielt die mit der Nummer 7, Florian Jaris. Von morgen nach vorne! Das war schön Spiel. Ja, sehr wahrscheinlich. Ja, 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 ja,
Alleine! Endstand im Spiel, ASK Klagenfurt ging aus der Klagenfurt 2-3. Wir gratulieren der Austria zum Aufstieg ins Halbfinale, bedanken uns für Interesse und wünschen Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Ja, waren sehr gute Burschen, hey. Jetzt hin und aus. Was war nicht schimpfen? Gut gespielt, Tante. Wie wir ausgehen, hätte ich können. Der Austria konnte nichts. Wir haben jetzt eine 4-5 Prima. Passt schon, alles klar, passt schon. Sano, was sagst du zum Hätting-Spiel? 3-2 gewonnen. Mehr wollen wir eigentlich gar nicht mehr analysieren. Wir haben erste Halbzeit nicht so schlecht gespielt. Dann gegen tiefstehende ASK, die haben alles reingehauen. Kompliment, guter Truppen. 3-2 gewonnen, jetzt geht es ab in die Winterpause und das nehmen wir mit. Aus Sicht der Austria-Fans, heute ist das wichtig, das Spiel der KfV Cup, oder ist das eigentlich egal? Nein, es ist schon wichtig, aber heute war der Sieg wichtig von der Mannschaft, weil wir halt eine Niederlage gefeiert haben oder zwei Niederlagen in Folge gehabt haben. Der Sieg war halt wichtig und heute hat halt der Sieg gut getan. Den Halbfinale jetzt an, tut noch mehr gut. Wie siehst du nur die Austria jetzt in den nächsten Jahren? Ja, wir müssen mehr zusammenwachsen. Wir müssen besser zusammenspielen. Wenn sie das schaffen, dann können wir wieder aufsteigen. Können wir wieder nach Kalgoliga weiterkämpfen und ja, sind voll super. Ja. Das sind noch deine Worte für die nächsten Monate und Jahre. Das werden wir erst sehen, das kann man jetzt noch nicht sagen, wo die Reise hinführt. Jetzt werden wir wieder ein paar Spieler weggehen, wieder ein paar neue kommen wahrscheinlich. Das ist immer ein Losglück bei uns, bei der Austria, das ist das Bittere, aber wenn wir schauen, jetzt ist eine Winterpause und dann sehen wir, was wie es im März weitergeht. Auf alle Fälle, falls wir es nicht vorher sehen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön. Zurück, liebe Fußballfans. Ja, das war's also mit der Viertelfinalbegegnung im Kärntner Fußballcup zwischen ASK Klagenfurt und SK Austria Klagenfurt. Die SK Austria Klagenfurt gewinnt 3-2 gegen Austria Klagenfurt und steht damit im Halbfinale des Kärntner Fußballcups. Die Torschützen Christian Heiden erzielte in der 51. Minute das 2-0 für Austria Klagenfurt. In der 71. Minute dann der Anschlusstreffer zum 1-2 durch Boris Domic, das eh dann in der 81. Minute Patrick Schweizer der per Elfmeter den Ausgleich schaffte und in der 88. Minute, besser gesagt, das 3-2 durch Florian Jatzitz zum Endstand 3-2, also gewinnt Austria Klagenfurt und steht damit im Halbfinale, wie ich schon gesagt. Das Halbfinale findet am 18. April 2017 statt. Der Sieger des Kärntner Fußballcups darf übrigens im ÖFB-Cup spielen.
Die Interviews nach dem Spiel hat Mario Zoll offiziell geholt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Amigos Fan TV. Super!